Komm over! Moin! Jetzt nicht! Moin! Hacke! Komm over! Leck euch! Hallo, hallo! Das ist heute ein riesiger Brauch! Das hat ein Blut, der Murl, das Singen! Ja, das ist gut, oder? Der Bub muss ins Bett, man ist schuld. Was macht so einer Schuhe? Wir sind gestraft dafür, weil sie sich mit der Nägel ins Bett gelegt hat. Gott, dass der Krieg vorbei war. Scheiße Amerikaner! Wie er so ausschaut, ist nicht mein Enkel. Pass auf dich auf, Benedikt. Wohin willst du überhaupt? Zu meinem Vater, nach Amerika. Das ist aber blöd, der Zug fährt nur bis Wien. Wie komme ich zu den Sägerknaben? Eben. Ich bin der Tyler Benedikt. Das ist der Herr Direktor. Der Präfekt Roschek, Fräulein Brandl, die rechte Hand vom Direktor. Ich heiße Max Goldberg, bin der Kapellmeister da beim Heidenchor. Ich möchte vorsingen. Ich muss zu den Sängerknaben. Bitte. Was soll der Blödsinnbub? Willst du uns jetzt zum Nahen halten oder was? Ja, keine Nummer, also gibt's auch kein Vorsingen. Brauchen wir Nummern oder Stimmen? Na, der Rotzbur. Der einzig wirklich begabte Bub, den wir heute gehört haben, wurde erfolgreich vertrieben. Ich wollte zu einem Herrn Goldbär, Kapellmeister bei den Wiener Sängerknaben. Goldbär kenne ich nicht, aber ich kenne einen Goldberg. Der Kapellmeister ist mein Sohn Max. Wo kommst du denn her? Ich will zu den Sängerknaben. Wir belohnen also ein zweifelhaftes und, ich finde, ungebührliches Verhalten. Na, wir belohnen seine Sehnsucht, bei den Sängerknaben zu singen. Und seine außergewöhnliche Begabung. Und wir belohnen seinen Mut, sich ganz alleine bis hier durchzuschlagen, um aufgenommen zu werden. Sie glauben, ein Neger passt zu uns? Worum geht es hier wirklich? Geht es hier um die Negermusik oder um den kleinen Neger? Was habt ihr alle gegen mich? Ich habe euch nichts getan. Schaut, ich kann es nicht abwaschen. Vielleicht könnten wir ja wirklich eine Ausnahme machen. Von wem hast du denn diese Stimme gehört? Von meinem Vater. Was ist der? Ist der Komponist oder ist das ein Musiker? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nie getroffen. Ich habe mir gedacht, dass wenn ich zu den Sängerknaben gehe, ich mit denen nach Amerika fahre und dort dann meinen Vater suche. Wir fangen gleich hier an zum Suchen. Hm? Gibt er auch bei uns ein Amerika noch? Stellt euch vor, wir wären alle gleich. Ein jeder von euch ist etwas Besonderes. Es ist keiner fremd, wenn wir das nicht wollen.